Hallo Internet und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gedruckt. Heute ganz im Zeichen der Mondkriegerin. Der Sailor Moon Manga war jetzt lange Zeit nicht mehr lieferbar, aber Egmont hat keine Kosten und Mühen gescheut und jetzt ist endlich die komplette Neuauflage im Handel erhältlich. Und es geht auch noch weiter, denn Egmont veröffentlicht jetzt die Sailor Moon Short Stories und Sailor V kommt auch noch. Es geht also irgendwie immer weiter und dabei ist das Franchise jetzt schon über 20 Jahre alt. Wow! Sailor Moon war für mich immer so der zentrale Titel, wenn es darum ging, jemandem einen Manga in die Hand zu drücken, der vorher noch gar keine Manga kannte. Es war mit meine erste Manga-Serie, es war mit die erste Zeichentrickserie, die ich auch bewusst geguckt habe mit dem Wissen, hey, das kommt aus Japan und das hat irgendwie mit der Kultivierung in Deutschland ganz viel zu tun gehabt, also Manga in Deutschland bekannt zu machen. Und als dann der Titel nicht mehr lieferbar war, dann hat irgendwie was gefehlt. Man wollte so gerne dann auch jüngeren Generationen, jüngeren Lesern was in die Hand geben, gerade diese Magical Girl Geschichte, weil es eben nicht immer das dauerschwache Mädchen war. Natürlich ist Bunny Tsukino oder Usagi Tsukino nicht so die stärkste Persönlichkeit, aber sie entwickelt sich eben und sie hat ein gutes Herz und da hat man gerne mitgefühlt und sie war nicht so das totale Mädchen, was nur da sitzt und darauf wartet, dass irgendjemand kommt und die Welt rettet, sondern sie ist halt selbst losgezogen mit ihren Freundinnen und das war cool. Für alle, die die Story nicht kennen. Die Hauptfigur, das ist Usagi Tsukino, das ist eine Schülerin und die kann sich eben mit einer Brosche und später mit einem Zepter in die Mondkriegerin Sailor Moon verwandeln und gemeinsam mit ihren Freundinnen, die sich dann auch in andere Sailor-Kriegerinnen verwandeln, geht's eben darum, das Böse zu bekämpfen und die Welt zu retten. So einfach. Und natürlich gibt's auch Liebesgeschichten und ganz viele spannende Abenteuer in anderen Welten und ja, eigentlich alles, was Mädchen sich wünschen, kann man nicht besser sagen. Sailor Moon war und wird für mich immer ein sehr, sehr wichtiger Titel sein, denn es war so die erste Manga-Serie, die ich ganz bewusst verfolgt habe. Und zwar sowohl gedruckt als auch als Zeichentrickserie. Und ich wusste halt, das kommt aus Japan, das ist wirklich ein Manga. Ich habe zwar vorher schon so ein, zwei Manga-Titel gelesen, aber da waren das für mich halt noch Comics und ich habe nicht so wirklich gewusst, was das eigentlich war. Es sah irgendwie anders aus. Und wie gesagt, mit Sailor Moon, dann kam so dieser ganze Boom. Ich habe gemerkt, da sind Stories für Mädchen, wo Mädchen nicht nur das ist, was irgendwo am Rand sitzt und gerettet werden muss, sondern das halt aufsteht und die Welt retten geht. Und das fand ich immer cool. Und das finde ich auch irgendwie wichtig. Das ist eine schöne Message. Also, wenn ihr jetzt Leute in eurem Umfeld habt, die jetzt gerade erst anfangen, Manga zu lesen, so Mädchen 12, 13, 14, 15, gebt ihnen Sailor Moon, weil es ist wieder da, man kann es wieder machen. Das ist irgendwie ganz wichtig, finde ich, um einfach auch zu sagen, hey, neue Leser für Manga. Wie schon erwähnt, es gibt die Manga-Serie, es gibt aber auch die Zeichentrickserie. Und auch die Zeichentrickserie läuft jetzt im Moment wieder im Fernsehen, und zwar auf dem Digitalsender Animax. Wie ihr den empfangen könnt, das schreiben wir euch unten in die Infobox. Und ja, jedenfalls, auch die läuft wieder im Fernsehen. Und in Japan wird im Moment auch an einer ganz neuen Zeichentrickserie zum Sailor Moon-Universum gearbeitet. Also auch nach 20 Jahren, es geht weiter mit Sailor Moon. Und ich freue mich total auf die Serie und bin gespannt, worum es dann inhaltlich geht und ja, bin dann wieder ganz Teenager und freue mich einfach, mit Bunny und ihren Freundinnen auf Abenteuer zu gehen. Weitere Infos zur Manga-Serie findet ihr unten in der Infobox. Nur noch der kleine Hinweis an alle, die vielleicht einzelne Bände zu Hause im Regal stehen haben, aber eben nicht damals alle Bände bekommen konnten, weil sie schon vergriffen waren. Die neu aufgelegte Serie hat jetzt nur noch 12 Bände, die alte Reihe hatte 18 Bände. Also guckt so ein bisschen im Buchhandel eures Vertrauens rein, bis wohin ihr die einzelnen Kapitel habt, damit ihr dann nicht euch zu viel doppelt holen müsst oder dass euch nachher was fehlt. Mich würde jetzt natürlich ganz besonders interessieren, wenn ihr Sailor Moon kennt, wer ist denn eure Lieblings-Sailor-Kriegerin? Und habt ihr Fanfictions geschrieben, wo ihr eigene Sailor-Krieger entworfen habt? Lasst mich doch wissen, schreibt es mir in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten gedruckt Video. Ihr werdet jetzt geblockt.